finde es einfach super spannend, dass man A, eben diese Skills mitnimmt, dass man mal versteht, ganz praktisch gesehen, wie werden eigentlich Entscheidungen auf höherer Ebene oder auch, ja, einfach, wie werden Entscheidungen in der Politik getroffen. Und dann geht es ja auch wirklich darum, dass das Ergebnis, zu dem wir kommen, am Ende dann auch wirklich weitergegeben wird an die G20 und man dann das Gefühl hat, dass das tatsächlich vielleicht, ja, was bewirken kann. Ich bin Delegierte für Global Citizenship, was sich vielleicht erstmal sehr vage anhört. Aber ich habe mich für das Thema entschieden, weil ich mich selbst schon seit langer Zeit mit dem Thema Identität auseinandersetze. Weil ich bin schon, seitdem ich jünger bin, reise ich viel rum, habe in vielen Ländern gelebt und habe mich dann immer gefragt, was bin ich eigentlich? Bin ich hessisch? Bin ich deutsch? Bin ich europäisch? Bin ich ein Weltbürger? Bin ich Kosmopolit? Und ich finde es spannend, sich mit anderen Jugendlichen über dieses Thema auszutauschen. Und ich glaube einfach heutzutage, wie die Welt so vernetzt und globalisiert ist, hat man gewisse Verantwortung und ja, Rechte vielleicht auch auf globaler Ebene als globaler Bürger. Bin ich ein sehr positiv gestimmter Mensch. Also ich versuche keine Angst vor nichts zu haben. aber sicherlich wird eine Herausforderung sein, trotz dieser vielen unterschiedlichen Interessen, Positionen und eben Nationalitäten, was ja bestimmte Denkweisen auch impliziert, einen Konsens zu finden und irgendwo eine Entscheidung mit einem gemeinsamen Nenner zu finden. Ich glaube, das wird sehr schwierig. Und es werden hitzige Diskussionen, aber ja, da freue ich mich. Ich glaube, was ich am coolsten fand, war diese ganzen unterschiedlichen Leute, die ich hier kennengelernt habe, die ja alle einen sehr ähnlichen Hintergrund haben. Das heißt so Politik, Wirtschaftshintergrund, aber trotzdem ganz unterschiedliche Lebensläufe. Und das finde ich super inspirierend zu hören, was die schon in ihrem Leben geleistet haben und was sie motiviert, wie sie sich engagieren. Einerseits auch die formellen Gespräche natürlich, weil die werden wahrscheinlich super spannend und auch anstrengend. Das ist auch so diese Herausforderung, glaube ich, auf die ich mich freue. Vielleicht einfach so, dass man vorher natürlich seine Interessen, seine Positionen besprochen hat und die möchte man ja natürlich auch irgendwo durchsetzen. Auf die Herausforderung freue ich mich, aber dann auch die informellen Gespräche dann danach, immer diese ganzen Jugendlichen kennenzulernen, auf einer persönlichen Ebene, ich glaube, ist auch sehr bereichernd. Ich freue mich auf Sydney und ich hoffe, dass wir 5 Delegierten, die eine gute deutsche Delegation sein werden, die deutschen Interessen vertreten und dass wir zufrieden und mit vielen tollen Erlebnissen zurückkommen nach Deutschland.